Der Kontinent Tamriel. The Elder Scrolls Online hat mittlerweile über 7 Jahre auf dem Buckel. 7 Jahre, in denen das Online-Rollenspiel sich immer mehr vom klassischen MMORPG zum Story-Abenteuer entwickelt hat, in dem auch Solo-Spielern viel geboten wird. Das Spiel ist mit kostenlosen und kostenpflichtigen Inhalten gewachsen und kann für Neueinsteiger inzwischen ganz schön erschlagend wirken. Wie soll man sich nach dem Tutorial durch die Welt bewegen? Gibt es sowas wie einen roten Story-Faden? Schließlich wurde mit dem One Tamriel Update schon im Oktober 2016 die klassische Progression eines MMOs aufgehoben. Alle Gebiete passen sich seitdem in Sachen Schwierigkeitsgrad dem aktuellen Level der Spieler an. Die Änderung legte neuen Spielern zwar die Welt zu Füßen, warf aber auch die Frage auf, wo soll man eigentlich anfangen? 2021 hat ESO zudem einen neuen einheitlichen Einstieg für alle Spieler bekommen. Wenn wir jetzt das Tutorial abschließen, landen wir in einem Portalraum, der uns in die Erweiterung unserer Wahl bringt, sofern wir das Add-on besitzen. Unsere Entscheidung wirkt sich aber nicht nur auf das Erleben der Story, sondern auch auf die Freischaltung einiger Gameplay-Aspekte aus. Wenn wir beispielsweise direkt mit dem 2021er Add-on Blackwood starten, dann schalten wir nach kurzer Zeit die neuen KI-Begleiter frei, die für zusätzliche Rollenspielaspekte sorgen und uns dann auch durch die anderen Erweiterungen folgen. Gerade für Solospieler ist das sehr interessant. Auch die Erweiterung Elsewhere ist ein guter Einstieg. Sie ist optisch wunderschön, hat einen sehr guten Flow in der Hauptquest und bringt die epischen Drachenbosskämpfe aus Skyrim zurück. Jede Erweiterung erzählt zwar eine größtenteils eigenständige Geschichte, doch gewisse übergreifende Story-Aspekte, Weltereignisse und Charaktere gibt es dennoch. Wenn ihr also direkt in Blackwood oder Elsewhere startet, dann entgehen euch vermutlich Details, um wirklich alle Hintergründe zu verstehen. Wer ESO also als reines Story-Abenteuer genießen will, der sollte die Erweiterungen vielleicht doch lieber in chronologischer Reihenfolge spielen. Aber auch dann braucht ihr nicht zwingend alle Erweiterungspacks. Viele von ihnen bringen eher neue Dungeons und Endgame-Inhalte und lassen sich für Story-Fanatiker problemlos überspringen. Die Entwickler selbst unterscheiden bei den Add-ons zwischen den großen Kapiteln, von denen inzwischen eins pro Jahr zum Preis von 40 Euro erscheint, und den kleineren DLCs, von denen 3 pro Jahr erscheinen und die ihr im Ingame-Shop für umgerechnet etwa 13 bis 15 Euro kaufen könnt. Alternativ sind diese kleinen DLCs auch in der monatlichen ESO Plus Mitgliedschaft enthalten, die euch ebenfalls 13 Euro kostet. Dann könnt ihr allerdings nur so lange auf die DLC-Inhalte zugreifen, wie ihr auch Plus-Mitglied bleibt. Die großen Kapitel gibt es nicht mit Plus, die müsst ihr immer extra kaufen. Ihr seht schon, das ist alles ganz schön unübersichtlich, also verschaffen wir uns mal einen Überblick. Die Geschichte von ESO beginnt logischerweise mit dem Hauptspiel, aber schon hier habt ihr eine Entscheidung zu treffen. Je nachdem, für welche der 3 Fraktionen ihr euch entscheidet, erlebt ihr eine komplett andere Geschichte in einem anderen Teil der Welt. Der Ebenherzpakt führt euch durch die Gebiete der Nord-, Argonia- und Dunkelelfen, die Altmeri-Dominion beherbergt Hochelfen, Waldelfen und Khajiit und das Dolchsturzbündnis die Bretonen, Rotwardonen und Orks. In der Haupthandlung sehen wir allerdings immer nur einen Teil des Gebietes der jeweiligen Fraktionen. Die meisten Gebiete wie etwa Morrowind oder Skyrim werden dann erst durch die jeweilige Erweiterung komplettiert. Die Geschichten der anderen beiden Fraktionen lassen sich übrigens auch später noch komplett erleben. Ihr könnt sie also später mit ein und demselben Charakter noch nachholen. Der erste DLC Imperial City, der 2015 veröffentlicht wurde, führt uns in die Kaiserstadt im Herzen von Cyrodiil. Hier gibt es 2 Dungeons und vor allem viel PvP. Wer sich nur für die übergreifende Handlung interessiert, kann dieses Add-on aber auslassen. Auch der zweite DLC Orsinium erzählt hauptsächlich Nebengeschichten, dafür aber ziemlich gute. Die Quests strotzen vor Hintergrundwissen über die Kultur der Orks und zählen bis heute zu den Fanfavoriten. Ihr könnt Orsinium für die Gesamtgeschichte also auslassen, wollt dies aber vielleicht gar nicht. Für kompetitive und Progress-Spieler ist Orsinium für seine Solo-Arena und die dort erhältlichen Waffen unersetzlich.
Thieves Guild und Dark Brotherhood sind ebenfalls nicht für die Haupthandlung relevant und lieferten vor allem jede Menge Gameplay-Features, wie beispielsweise das aus den Solo-Teilen der Reihe bekannte Kopfgeldsystem. Ihr könnt euch mit den beiden Add-ons aber der Diebesgilde und oder der Dunklen Bruderschaft anschließen, deren Handlungsstränge wie schon in den Solo-Spielen der Elder Scrolls-Reihe zu den Highlights unter den Nebenabenteuern gehören. Außerdem schaltet ihr in beiden DLCs jeweils eine neue Fertigkeitslinie frei, die für euren Build wichtig sein könnte. In our business of death. Der DLC Shadows of the Hist bringt zwei neue Dungeons mit eigenen Geschichten, kann für die Haupthandlung aber ignoriert werden. Morrowind ist dann das erste der sogenannten Kapitel der großen Erweiterungsgattung, die große neue Gebiete mit eigener Story ins Spiel bringt, sowie die Haupthandlung von ESO in breiterem Rahmen fortsetzt. Morrowind gehört bis heute zu den beliebtesten Erweiterungen, erzählt eine spannende Geschichte rund um die Intrigen der Dunmer-Adelshäuser und wird bei allen Spielern von The Elder Scrolls 3 Morrowind am laufenden Band für Nostalgie-Flashes sorgen. Unbedingt spielen! Die nächsten drei DLCs, Horns of the Reach, Clockwork City und Dragonbones, lassen sich für die Haupthandlung wieder weitestgehend ignorieren, wobei Clockwork City aufgrund des abgefahrenen Gebietes sicher einen Blick wert sein könnte. Die anderen beiden sind nur für Dungeon-Spieler empfehlenswert. Circle like crows. Die Haupthandlung geht dann wieder im nächsten Kapitel Somerset weiter. Hier kämpfen wir an der Seite eines alten Freundes. Wenn wir die vorherigen Kapitel ignoriert haben, würden wir hier also erstmals eine Storylücke spüren, was je nach Spielertyp mehr oder weniger schlimm wäre. Die beiden DLCs Wolfhunter und Merkmeyer liefern Hintergrundwissen zu Werwölfen und dem Volk der Argonia, sind aber beide für die Hauptgeschichte zu vernachlässigen, genauso wie übrigens auch der DLC Wrathstone. Weiter geht es stattdessen mit Elsewhere in eine der bisher beliebtesten Erweiterungen. Hier gibt es nicht nur das wunderschöne Gebiet der Khajiit, sondern auch Drachen. Außerdem wurde damals mit Elsewhere die Klasse des Nekromanten neu eingeführt, die bisher letzte neue Klasse im Spiel. Scalebreaker ist wieder ein Dungeon-DLC, der nur minimale Storylücken füllt und kann aus reinen Storyzwecken ausgelassen werden, genauso wie der Harrowstorm-DLC. Wichtig ist aber der DLC Dragonhold, denn der führt die Geschichte von Elsewhere erst richtig zu Ende und erweitert die Spielwelt nochmal um ein weiteres Gebiet. Mit Greymoor wurden 2020 dann auch die westlichen Gebiete Himmelsrands Teil der Online-Welt und Skyrim-Spieler konnten die Welt des Ausnahmerollenspiels rund 1000 Jahre vor den Ereignissen in The Elder Scrolls 5 erleben. Neben ikonischen Schauplätzen wie der Feste Einsamkeit erkunden wir auch die unterirdische Schwarzweite und erleben eine Geschichte rund um einen Vampirkult, die sehr passend auch gleich mit einem Rework der Vampir-Skill-Linie kam. Our enemy grows stronger. Stonethorn heißt dann der Dungeon-DLC, der sich wieder eher an die Gruppenspielfans richtet. Hier hauen wir eine Vampirfürstin und einen irren Alchemisten um. Im Story-DLC Markarth kommt mit dem Reich noch die westlichste Zone von Skyrim inklusive der namensgebenden, mitten in den Fels gehauenen Stadt Markarth hinzu. Wie schon im Elsewhere-Kapitel führt Markarth die in Greymoor begonnene Geschichte überhaupt erst zu Ende und sollte von Story-Fans daher auf keinen Fall ausgelassen werden. Auch hier tauchen wieder wichtige Charaktere aus der bisherigen Haupthandlung auf, wie etwa Jorun, der Skaldenkönig, Anführer des Ebenherzpaktes und damit Herrscher über den östlichen Teil Himmelsrands. Es hilft also, wenn ihr die bisherige Geschichte gespielt habt, um wirklich alles zu verstehen. Absolut notwendig ist es nicht. Mit dem DLC Flames of Ambition startete letztlich das Jahresabenteuer von 2021 und auch wenn es sich hierbei wieder nur um einen Dungeon-DLC handelte, klauen wir hier ein mächtiges Buch, das in der späteren Handlung noch wichtig wird. Mit Blackwood geht es dann im bisher aktuellsten großen Story-Kapitel in die bisher unbesuchten Gebiete Cyrodiils, wie etwa der aus The Elder Scrolls 4 bekannten Stadt Leyavin. Mit dem Daedra-Fürsten Merunes Dagon ist ebenfalls ein alter Bekannter mit von der Partie, dessen Pläne es zu entwirren gilt. Alle Wege führen dabei in die ebenfalls aus Oblivion bekannten Toten Lande. Mit Waking Flame folgte dann wieder ein Dungeon-DLC, den reine Story-Spieler auch gut und gerne auslassen können.
Der DLC Deadlands beendet letztlich die Jahresgeschichte und wie der Name schon sagt, sind wir hier wieder viel in den Toten Landen unterwegs, der dädrischen Heimatwelt. Wenn ihr Deadlands beendet habt, seid ihr auf dem aktuellen Stand, was die bisherige Geschichte von ESO anbelangt. Auch im Jahr 2022 sollte es wieder ein neues Jahreskapitel bestehend aus zwei Dungeon-DLCs, einem großen neuen Kapitel und einem abschließenden Story-DLC geben. Wo es diesmal hingeht, das wissen wir allerdings noch nicht. Ich hoffe jedenfalls, ich konnte euch einen kleinen Überblick darüber verschaffen, was euch alles in ESO erwartet und was ihr davon unbedingt spielen müsst, um die Story in ihrer Gänze zu verstehen. Und falls ihr ESO schon gespielt habt, was war dann euer absolutes DLC-Highlight? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen, euer Jules.